Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video hier. Und zwar geht es jetzt hier einmal zum zweiten Teil Frauen der Bibel und Frauen der Reformation. Ich habe entsprechend hier nochmal Katharina von Boravia mitgebracht oder Katharina Luther. Und alles weitere erfahrt ihr dann im Video. Also bleibt dran. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video hier. Und zwar geht es hier entsprechend einmal um das Thema Frauen der Bibel und Frauen der Formation. Einmal entsprechend zum zweiten Teil jetzt hier. Und hier wird es jetzt hier einmal entsprechend um die Frauen der Reformation jetzt hier einmal hier gehen. Ich habe hier entsprechend einmal die Luther-Ausgabe von 2017 hier da nochmal einmal mitgebracht. Entsprechend war jetzt hier einmal auf der Vorderseite Katharina Luther hier abgebildet oder Katharina von Bora, und auch nochmal entsprechend auf der Rückseite sind entsprechend auch nochmal dann 12 Namen von Frauen der Reformation hier mit aufgelistet. Ja, und auf die 12 Namen möchte ich da jetzt auch nochmal im weiteren Verlauf hier eingehen. Ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig, da auch mal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr nochmal dazu erfahren hier, auch nochmal mehr über die kirchliche Geschichte jetzt hier, weil meistenteils ist das dann meiner Meinung nach auch so, dass immer der Fokus auf die eigene Kirche meistenteils ist. Nicht jetzt natürlich, ich will das jetzt nicht für alle jetzt hier sagen, aber für mich geht es halt so, ne, ich kenne jetzt, sage ich mal, ich als Lutheraner, halt die, ich sag mal jetzt von Wittenberg, jetzt die Persönlichkeiten jetzt hier, aber was jetzt darüber hinausgeht, ne, zum Beispiel jetzt Straßburg oder Schweiz oder so, das ist da ein bisschen unbekannter, sage ich mal so. Jetzt will ich jetzt nicht sagen, dass ich da gar keinen Namen jetzt hier kenne, aber da unterscheiden sich da tatsächlich das jetzt dann nochmal weitaus von den entsprechenden, ich sag mal, von den Theorien, von den Ansichten da jetzt auch nochmal, ne? Na, und letztendlich finde ich das auch mal ganz spannend, auch nochmal ein bisschen so auch mehr über die, also ich sag mal, über die Frauen zu erfahren, weil letztendlich sieht man da doch, dass es da letztendlich auch Unterschiede auch gibt. Also es sind nicht. Man darf das auch nicht zu verallgemeinern, ne? Es ist jetzt nicht alle gleich oder so. Da ist natürlich auch immer unterschiedliche Bildungsstände da jetzt hier. Ne? Letztendlich sage ich mal, dass da jemand dann jetzt, sage ich mal, aus eher einfachen Verhältnissen kommt. Die nächste ist dann, sage ich mal, vielleicht, war dann vor dem Kloster, konnte dann natürlich, hat dann da lesen, schreiben gelernt und vielleicht auch Latein. Und jemand anderes, dann sage ich mal, auch so ein Adel oder so, da gehe ich auch nochmal hier auf die einzelnen Unterschiede hier ein. Und aber ich finde das mal ganz, ganz cool, auch mal da was auch über da über die Frauen da auch zu erfahren, weil die, ich sag mal, meistens hat es auch immer so, ich sag mal, in den Hintergrund da nochmal kam, immer ein bisschen, ne, ich sag mal, häusliche Arbeit auch so ein bisschen immer als selbstverständlich oder wie auch immer. Und ja, und dann sage ich mal, ja, Männer waren dann mehr meistens halt dann im Vordergrund, aber war auch nicht für alle, ne? Also letztendlich gehe ich da auch nochmal drauf ein, dass zum Beispiel auch Frauen auch Schriften verfasst haben oder so und sich da letztendlich auch beteiligt haben oder so. Und von daher, ich sag mal, das ist von dem Bild, was ich da eigentlich habe, das ist eigentlich von der Reformation allgemein eigentlich doch eher schon ein positives Bild, ne? So, dann will ich da jetzt hier erstmal auf die 12 Namen jetzt hier nochmal mit hier eingehen. Entsprechend, ich habe das ein bisschen anders sortiert jetzt hier als nach der Ausgabe von der Luther 2017 Übersetzung, nach der Ausgabe von Frau Dr. Margot Kiesmann jetzt hier. Ich habe das so ein bisschen strukturiert oder anders sortiert. Und zwar fange ich jetzt hier einmal an mit der Schweiz, gehe dann weiter rauf, dann nach Straßburg. Dann weiter, ich sag mal, halt Adel und dann nochmal einmal nach Wittenberg. So, kommen wir jetzt hier einmal zur ersten Frau der Reformation, und zwar, das ist hier einmal Edelette Calvin oder ursprünglich Edelette de Bur. Hier war es jetzt ja einmal so gewesen, genau, also mit Edelette Calvin, wie der Name auch schon verrät, also zum späteren Zeitpunkt die Ehefrau von Johannes Calvin. Er hatte zuerst mit Jean Studeur verheiratet, verstarb leider mit 30 Jahren ja, während der Pest. Die Kinder Judith und Charles hatten da wohl überlebt. Da war es jetzt auch nochmal auch so gewesen, dass Edelette ursprünglich aus einer Täuferbewegung kam. Das ist auch eigentlich ganz interessant.
um das, sage ich mal, ein bisschen zu differenzieren. Es gab letztendlich in Zentraleuropa oder halt in Deutschland entsprechend vier protestantische Strömungen. Letztendlich gab es ja, oder grob, da gab es vielleicht auch nochmal einzelne Gruppen und da jetzt irgendwie wie die Zwickauer Propheten oder so, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Letztendlich hatte man einmal die Lutheraner, also unter Martin Luther, dann einmal die Reformierten in der Schweiz, letztendlich halt mit unter Zwingli entstanden und halt auch mit unter späteren Mitwirken auch von Calvin. Und dann gab es einmal nochmal die Spiritualisten, die dann, sage ich mal, so ein bisschen eigen waren. Ich vielleicht auch ein bisschen als, ja, ich glaube, mystisch viel beeinflusst, aber halt auch durch andere Schriften da, glaube ich, glaube auch, ja, also man wird die vielleicht auch heute so also als Esoteriker so ein bisschen, wobei der Fokus, glaube ich, schon auf Christentum lag, aber dass halt auch andere Einflüsse mit dabei waren, wurden auch immer, ja, weiß nicht, ob liebevoll oder nicht, als Schwärmer oder auch als Träumer bezeichnet. Und dann einmal zur vierten Gruppe, genau, die Täufer oder Wiedertäufer oder Anabaptisten, auch in den Namen zu hören, Anabaptisten, also Wiedertäufer, das heißt, also, dass jemand nochmal erneut getauft werden kann. Da gab es sehr viele, oder was heißt viele, da gab es auch einige unterschiedliche Ansichten hier, also die Kindstaufe wurde abgelehnt, letztendlich, genau, konntest du nochmal erneut getauft werden. Man konnte letztendlich, also letztendlich war es auch so gewesen, dass man am liebsten so leben wollte, genau wie Jesus, am besten, genau, Kirche unter freiem Himmel, aber was dann, glaube ich, dann für einige, ja, Städte dann noch wieder ein bisschen zu viel war. Und deswegen wurden die auch zum Teil auch wirklich hart verfolgt auch. Na, also da ist jetzt dann nochmal drauf einzugehen. Und letztendlich hatte Idelet ja letztendlich dann nochmal dann zum späteren Zeitpunkt dann Calvin geheiratet. Mit Calvin war es dann nochmal, oder mit Johannes Calvin war es dann halt so gewesen, die beiden hatten da letztendlich keine Kinder oder keine gemeinsamen Kinder gehabt, beziehungsweise hatten halt das Kindesalter nicht überlebt. Idelet selber starb letztendlich halt auch dann zum späteren Zeitpunkt an die Folgen von der Pest. Calvin hatte sie da letztendlich dann, ja, vom zeitlichen Abschnitt da, ja, knapp 15 Jahre überlebt. Ja, da ist älter geworden. Letztendlich sagte auch Calvin, dass es, also er beschrieb sie sozusagen als beste Weggefährtin. Ja, und letztendlich auch, dass er auch immer regelmäßig, auch immer auch zu Brieffreunden immer halt auch den Gesundheitszustand von seiner Frau immer betrauerte. Genau, das ist jetzt hier auch nochmal dann herauszulesen. So, geht es jetzt hier einmal weiter zur nächsten Dame, und zwar, das ist Elisabeth Butzer oder Elisabeth Silbereisen. Sie hat wohl, war zunächst wohl Nonne gewesen in dem Kloster Lobenfeld und hat dann nochmal dann zum späteren Zeitpunkt dann Martin Butzer geheiratet. Sie war wohl hier wohl nach insgesamt so circa 10 Jahre wohl im Kloster gewesen und dann, genau, hat entsprechend dann nochmal das Kloster verlassen. Sie hatte dann später, genau, Butzer geheiratet. Genau, Butzer hat entsprechend hier dann nochmal einmal mit den vier Städtebekenntnis hier auch nochmal entsprechend. Und sie hatten halt insgesamt 13 Kinder, wovon halt ja entsprechend leider nur 12 überlegt hatten. Der jüngere Sohn war wohl entsprechend wohl ja, geistig behindert gewesen. Und auch sie selber starb wohl dann nochmal zum späteren Zeitpunkt, war an die Pest. Dann gehe ich hier nochmal einmal auf die nächste Frau hier mal einmal hier ein. Und zwar einmal auf wie Brandis Rosenblatt. Letztendlich, genau, in Basel geboren, war auch zunächst einmal mit Ludwig Cellerarius verheiratet, die hatten eine gemeinsame Tochter, dann nochmal einmal später mit Jonas Ökler Lampert, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, auch einer von den Reformatoren, dann ja, ist Jonas Öko Lampert verstorben, ja, letztendlich dann
mit Wolfgang Capito verheiratet hier. Die hatten auch 5 Kinder. Capito ist dann nochmal entsprechend dann verstorben. Und dann hatte entsprechend nach dem Tod von Elisabeth Butzer, hatte Martin Butzer dann halt Vibranis geheiratet. Und da ist jetzt auch nochmal entsprechend zu sehen, dass letztendlich ja die beiden oder Martin Butzer, die sind halt, mussten halt fliehen zum späteren Zeitpunkt nach London, weil es gab da wohl ein bisschen eine Auseinandersetzung auch wegen mit Karl dem V., dass sie letztendlich so eine Art im Zuge der Gegenreformation. Ne? Martin Butzer musste die Stadt verlassen, also Straßburg, und letztendlich ist dann Vibranis also mit ihm geflohen nach London. Martin Butzer war in London wohl eine Zeit lang auch an der Uni tätig gewesen, ist dann nochmal dann entsprechend verstorben. Und dann zum späteren Zeitpunkt ist seine Vivonne ist dann nochmal dann zurück nach Marsingen gekehrt und ja, ist dann dort dann verstorben. So, kommen wir dann einmal nochmal zur nächsten Frau hier, und zwar einmal halt zu Anna Zwingli, geboren Reinhard. Genau, letztendlich hier ist jetzt hier einmal auch zu sehen. Genau, Anne hatte letztendlich, war auch vorher verheiratet gewesen, und zwar einmal mit Junker Hans Meyer. Der erste Mann starb halt auch im Krieg, und die hatten halt insgesamt hier 3 Kinder gehabt. Und letztendlich hat dann zum späteren Zeitpunkt dann, ja, Anna hat dann zum späteren Zeitpunkt dann Ulrich Zwingli geheiratet. Letztendlich hat Zwingli dann die Züricher Bibel rausgebracht, hat sich dann letztendlich da ursprünglich die Reformation in der Schweiz vorangetrieben, letztendlich dann auch die also evangelisch-reformierte Kirche dann. Und da ist dann nochmal, also die hatten dann auch Kinder gehabt. Letztendlich, er war halt, ja, katholischer Priester gewesen, aber er hat sich dann halt auch nach und nach halt im Zuge der Reformation dann halt, gelöst, hat dann selber geheiratet, hat verschiedene Sachen dann letztendlich halt gegen die katholische Kirche gemacht, also dann letztendlich, ne, dass ich sage mal, eine Schrift veröffentlicht hat, ja, zum sogenannten Wurstessen während der Fastenzeit. Letztendlich, ich kann das auch empfehlen, ich habe gestern da zufällig noch mit Spusi der noch mal den Zwingli-Film geguckt. Also es ist wirklich sehr sehenswert. Also ich kann ihn echt empfehlen. Also ein cooler Film. Also jetzt den von, ich weiß gar nicht, von 2019 oder so ist der Film. Also jetzt auch ein etwas aktuellerer Film. Also schön gemacht, gut gemacht auf jeden Fall. Also kann ich empfehlen. Ich finde das noch mal ganz interessant, dass die auch so von den, ich sag mal jetzt von den bisherigen Familien oder so, wie jetzt sag ich mal, immer so dargestellt wurde, oder jetzt in den bisherigen, ganz interessant, dass halt auch ohne weiteres auch neu verheiratet werden konnte. Also ich sag mal, letztendlich, ich habe keine Ahnung, ob es das Bildungsbürgertum oder ich weiß jetzt nicht, die Spießer oder ich weiß nicht, ne, irgendwie, dass da so eine Art ideales Familienbild immer da vorgegaukelt wird. Und letztendlich, ne, dann sind sie halt, ist der Partner verstorben, okay, dann muss halt geheiratet werden. Meistenteils natürlich jetzt nicht aus Liebe, nicht immer, vielleicht auch aus vielleicht zweckrationale Gründe halt, ne, aus wirtschaftlichen Gründen oder so. Ne, der eine versorgt den anderen. Der eine hilft den anderen, wie auch immer. Ne, aber halt so ein, ja, man hat da irgendwie auch schon so eine, was heute irgendwie so Patchwork-Familie, ne, und letztendlich, ja, man hat dann Kinder aus einer Ehe halt davor, und die sind aber auch ein Teil noch von dir, ne, das sind ja auch, das sind deine Kinder, ne, du kannst ja nicht sagen, ja, wir heiraten aber ohne deine Kinder, ne, das geht ja gar nicht, ne, und letztendlich, ich finde das schon okay, ist das, ne? Also ich finde das lieber so ein, dass da irgendwie so eine,
Nee, ich sag mal, ein realistisches Bild ja auch da auch schon zu sehen ist, als wenn jetzt irgendwie so ein Spießer, ne, irgendwie, keine Ahnung, ne, also so ein unmögliches Bild, sage ich mal. Und was macht man, wenn der oder die Partnerin, Partner stirbt halt, ne? Also wie geht man damit um? Und wie ist das dann auch mit den Kindern oder so? Ist immer einfach natürlich gesagt, ne? Aber natürlich auch, man muss natürlich auch die Zeit mit hier einrechnen und einplanen, dass es da auch irgendwie sonst auch keine Grundversorgung oder irgendwas hier gab. Und von daher ist da nichts auszusetzen, ne? Und jetzt letztendlich irgendwie aus heutiger Sicht da eigentlich immer so ein Bild immer vor Augen zu halten, jetzt immer, und dann, wenn es bei einigen dann nicht so lief, dann irgendwelche Vorhaltungen oder irgendwie so ein, weiß ich nicht, was zu machen, ne? Ist auch irgendwie nicht schön. Aber hier ist dann mal wirklich mal das auch mal ganz interessant auch zu sehen, und na, letztendlich ist das ja auch noch mal zu sehen. Zwingli selber starb halt letztendlich dann zum späteren Zeitpunkt während des Krieges selber. Also das ist auch irgendwie interessant, dass er selber als Pfarrer in den Krieg gezogen ist, im zweiten Kapellerkrieg. Na, er ist halt von Zürich aus dann halt losgezogen. Auch mit verstorben ist halt auch der erste Sohn aus der, ne, aus der ersten Ehe. Also Gerold ist auch womit verstorben. Und ja, also aber letztendlich war das Wirken selber schon wirklich, also was letztendlich auch Zwingli selber hervorgebracht hat, auch wirklich einzigartig, ne? Dann geht es hier nochmal einmal weiter nach zu Agula von Krumbach. Krumbach war halt eine, ja, evangelische Schriftstellerin hier gewesen, die auch während der Zeit dann halt auch selber Texte wo auch verfasst hatte. Sie hat sich da aber auch mit Luther wohl auch mehrmals wo auch, also ich sag mal, auch Briefe geschrieben, und oder auch mit Georg Spalantin. Las auch zunächst, also auch mit 10 Jahren, das ist auch interessant, mit 10 Jahren las sie die Coburger Bibel. Das ist auch eine deutsche Bibelübersetzung, aber letztendlich keine gedruckte, sondern das war halt wohl dann ja, per Hand, also per Hand geschrieben halt. Ich gehe mal von aus, also wenn die da auch eine entsprechende Bibel besaßen, auch schon lesen konnten, gehe ich mal auch von aus, also auch mit dem Adelstitel von Krumbach, ja auch aus dem gehobenen Kreis auf jeden Fall jetzt hier. Ja, das letztendlich ist auch noch mal so, dass sie da wohl auch entsprechend auch ja Bücher auch selber halt geschrieben hatte. Letztendlich, sie hatte dann auch mit dem einen Buch, müsste ich noch mal gucken, auch bis zu 30.000 Leser hatte sie wohl auch mit dabei gehabt, und letztendlich auch entsprechend ja auch ihre, ich sag mal, evangelische Position auch verfasst. Also sie hat wohl nach ihrer eigenen Aussage wohl alle Schriften von Luther gelesen, die es in Deutschland auf Deutsch wohl zu lesen gab. So, gehe ich jetzt hier einmal weiter. Wir verlassen jetzt hier einmal die Schweiz und gehen jetzt hier weiter rauf nach Straßburg. Und zwar geht es jetzt hier einmal um Katharina Zell. Ist auch irgendwie, müsste man gleich mal drauf achten. Die Namen, also sehr viele Katharinas mit dabei. Ich müsste das eigentlich gleich mal jetzt zählen. Also, ja, also es war halt entsprechend, war halt so gewesen, ne, dass halt sehr viel Elisabeth, sehr viel Katharina, ne, und ja, so wie, weiß ich nicht, aus heutiger Sicht vielleicht irgendwie Fridolin. Oder keine Ahnung, oder Hannes, oder ich habe keine Ahnung, ne, welche Namen gerade angesagt sind, aber gut, ein bisschen Smalltalk. Letztendlich, genau, die Ehe selber, genau, war ja mal mit Matthäus Zell. Er wurde von Martin Butzer, wurde halt gesegnet hier. Und letztendlich gab es auch nochmal hier entsprechend mit dabei einmal auch Briefkontakt bzw. Besuch mit Martin Luther jetzt hier. Es gab auch nochmal einmal auch zum späteren Zeitpunkt, wo auch eine Freundschaft mit Kaspar Schwenkfeld. Schwenkfeld ist auch einer von den
ja, Spiritualisten aus der Reformation halt gewesen hier. Und letztendlich ist auch nochmal hier so, dass Zell selber, wo auch genau Texte selber geschrieben hat, also das ist jetzt eins, aber das ist jetzt nur eine Auswahl, da gibt es auch noch weitere Texte mit dabei, wo es auch darum geht, irgendwie, sag ich mal, die Position halt von ihren Ehemann Matthäus Zell halt mit zu verteidigen jetzt hier. Also da gibt es ja auch mal irgendwelche Pamphlete und Streitschriften und ähnliches mit dabei, wobei Matthäus Zell wohl selber wohl nicht so mit beteiligt gewesen ist, sei mal solche Streitschriften zu verfassen, jetzt hier wie Luther, ne, oder so. Aber ja, letztendlich war es so auch gewesen, dass wohl die beiden wohl schriftlich oder was jetzt, sag ich mal, das Schreiben jetzt hier betrifft, wo aktiv waren. Ne? Das heißt jetzt nicht nur irgendwie, sie war jetzt nur, sag ich mal, klassische Hausfrau und er hat die Arbeit letztendlich gemacht, sondern ich denke mal, die haben sich dann, ja, letztendlich, ich vermute mal, irgendwie das so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Es gibt, ich glaube auch nicht, dass es so eine Art 50-50 sowas hier gibt, so eine völlig egalitäre Hausaufteilung, dass man das irgendwo auch per Zeit irgendwie abmessen kann. Aber letztendlich war ja sie auch na, also als Autorin da unterwegs gewesen. Und ich denke mal auch, dass er sie auch mit dabei und auch unterstützt hat. Und von daher ist das doch alles, ist das auch schon mal ein gutes Zeichen hier. So, geht es dann jetzt noch mal weiter. Und zwar nach Elisabeth von Ruchlitz oder Elisabeth von Hessen oder Sachsen. Genau, war einmal die Tochter von Wilhelm II. Bruder auch recht bekannt, Philipp I. von Hessen, war dann entsprechend beteiligt an dem Schmalkaldischen Krieg, beziehungsweise war halt an dem Bund, in den Schmalkaldischen Bund wohl beteiligt und ja, hat letztendlich halt die protestantische Seite halt entsprechend mit Nachrichten wohl versorgt. Also sie war jetzt wohl nicht nur Zuschauerin hier wohl gewesen, sie hat sich wohl da wohl auch mit aktiv wohl, was jetzt, sag ich mal, auch die Informationsversorgung wohl betrifft, wohl daran wohl auch beteiligt. Der Krieg selber ist wohl, ja, letztendlich wohl fehlgeschlagen, letztendlich halt von Seiten von der evangelischen Seite jetzt hier, hat sich aber natürlich nicht gelöst, sondern ist dann natürlich dann später dann nochmal in den 30-jährigen Krieg dann halt, hat sich das ja dann irgendwie nochmal zum späteren Zeitpunkt übertragen. Schweden war mit dann dabei, Frankreich war mit dabei. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Da ist jetzt aber auf jeden Fall nochmal auch zu sehen, dass letztendlich auch hier, auch vom, ich sag mal, von dem Gebrauch der Confessio Augustana auch letztendlich Gebrauch gemacht wurde. Das heißt, letztendlich hatte die Landesfürsten oder die Herrscher letztendlich, das eigene Land letztendlich, also konnten halt die Religion selber halt bestimmen, ne? Und letztendlich waren die dann selber halt evangelisch gewesen und entsprechend war dann die Landesbevölkerung dann auch evangelisch, ne? Genau, es wurde einfach letztendlich dann so durchgeführt hier. Und nach dem Krieg war es wohl halt so gewesen, Philipp I. war in Gefangenschaft. Sie hatte sich dann nochmal entsprechend dann nochmal selber um die Kinder dann nochmal dann zum späteren Zeitpunkt dann gekümmert, ist dann 1557 dann verstorben und beigesetzt in der Marburger Elisabethkirche. Dann geht es hier einmal nochmal weiter, Elisabeth von Braunschweig-Calenberg hier, und zwar die älteste Tochter von Erich, den ersten von Braunschweig-Calenberg hier, aus der Ehe mit Elisabeth. Also Elisabeth hieß die Mutter und sie ist auch Elisabeth. Und sie sind halt auch entsprechend, ja, die Mutter war auch protestantisch gewesen hier. Und letztendlich war es dann auch so, dass sie letztendlich dann auch ja, ich sag mal, den Glauben mit übernommen hatte und entsprechend wurde halt dann, es gab dann halt letztendlich, sie war dann halt verheiratet gewesen mit Graf Georg Ernst von Henneberg und letztendlich war es dann halt so gewesen, dass dann Henneberg dann zum späteren Zeitpunkt dann auch evangelisch wurde. So, dann geht es jetzt hier einmal weiter zur entsprechenden, ja, Wittenberger Gruppe jetzt hier,
Also ich sage jetzt mal Wittenberger Gruppe letztendlich halt, was ich sage ich mal um Wittenberg, ich sage mal mit Martin Luther, da jetzt ja oder um den Freundes- oder Bekanntenkreis jetzt hier, beginne jetzt hier einmal mit Elisabeth Kutzinger, genau, die war halt eine ehemalige Nonne gewesen, konnte halt entsprechend halt auch ja, lesen, schreiben hier, ist dann, kam dann halt, in Kloster Marienbusch wohl, ja, wo ist dann, wo an den Glauben wohl drangekommen, sozusagen, es ist häufig dann, sage ich mal, über irgendwelche, genau, Flugschriften oder ähnliches jetzt hier nochmal gekommen, ähnlich jetzt wie auch bei Katharina von Bora auch der Fall war. Letztendlich, genau, ist dann nach Wittenberg gegangen, hat dann Caspar Krussinger geheiratet, ein Schüler und Mitarbeiter von Martin Luther, die hatten halt eine Tochter und einen Sohn hatten die gehabt. Und letztendlich ist es auch nochmal so gewesen, sie ist dann, sie hatte dann auch zum späteren Zeitpunkt auch selber Lieder geschrieben. Die Lieder, ich habe jetzt nur eins jetzt hier gefunden, ich weiß jetzt nicht, ob es mehr gibt, müsste dann vielleicht nochmal nachgucken. Eins von dem ist, ich habe jetzt hier ein evangelisches Gesangsbuch für Gottesdienst, Gebet, Glaube, Leben. Da war das jetzt hier einmal auf. In dem war das auf Seite 67 war das jetzt hier gewesen, entsprechend hier das Lied Herr Christ, der eigentlich Gottes Sohn. Genau, das könnt ihr auch noch mal aktuell in dem evangelischen Gesangsbuch finden. Sie ist 1535 verstorben. Aus welchem Grund kann ich jetzt hier leider nicht sagen. Da sind jetzt keine Gründe jetzt hier mit dabei gewesen. Von daher kann ich da leider nicht mehr Informationen im Moment hier geben. Gehen wir dann jetzt ja mal weiter zu Katharina Jonas. Katharina hatte entsprechend dann zum späteren Zeitpunkt Justus Jonas, der Ältere, geheiratet jetzt hier. Genau, und hier war es ja noch mal einmal so gewesen, genau, sie selber stand vor aus einer adligen Familie jetzt hier. Bei Katharina war es wohl auch ein bisschen auch am Anfang auch problematisch auch gewesen. Und zwar, dass sie wohl auch schon bereits mit 15 Jahren verheiratet wurde. Letztendlich, ja, also beziehungsweise gab es da wohl irgendwelche auch Streitgespräche auch innerhalb auch bei, ich sag mal, mit Luther und so weiter, auch ob das auch okay ist und ähnliches jetzt hier. Und letztendlich hatten die das dann durchgeführt. Katharina selber hatte dann halt entsprechend mit 17 Jahren halt ihr erstes Kind bekommen, verstarb dann 1542 an der Folgen von einer Geburt von dem 13. Kind hier in Halle. Genau, das ist jetzt ja auch nochmal mit entsprechend mit dabei. Ist jetzt leider auch nicht so viele Informationen, da gab es von Katharina Jonas wohl auch keinen eigenen Wikipedia-Artikel mit dabei. Bei den meisten anderen Damen, da hatte ich auch immer entsprechend auch immer einen Artikel gefunden, aber hier leider wohl nicht. Es lenkt auch, denke ich mal, auch daran, wie viel Informationen auch immer hier entsprechend auch mit vorliegen. Ja, da ist leider nicht so allzu viel hier bekannt. Ja, auf letztendlich Jonas selber oder beziehungsweise Justus Jonas war auch einer, ich sag mal, von den engeren ja, Kreis jetzt hier, sag ich mal, von Martin Luther jetzt hier. Entsprechend gut. Letztendlich Heirat mit 15, gut, ich habe das jetzt auch nochmal zum späteren Zeitpunkt auch nochmal bei den Kindern von Mechelanton auch nochmal gesehen. Ich vermute mal, das wird wahrscheinlich auch eher. Ja, wie soll ich sagen, auch vielleicht auch Zweckrationalität oder so. Ich meine, letztendlich würde man heute auch irgendwie ein bisschen Kopf schütteln oder keine Ahnung was sich ja aufregen oder empören. Ich weiß es nicht. Ich finde das auch nicht gut. Aber letztendlich war es halt so gewesen. Ich vermute mal auch einfach, auch aufgrund von der sehr hohen Sterblichkeit jetzt hier, sei es durch Pest oder Mangelernährung oder ähnliches jetzt hier. Von daher wird sich da auch dieser entsprechende Zeitgeist auch letztendlich auch irgendwo durchgesetzt haben. So, kommen wir jetzt hier einmal weiter zu Katharina Melanchthon. Melanchthon, genau, einmal halt entsprechend verheiratet, dann nochmal mal mit Philipp Melanchthon, auch einer von den
ja, ich sag mal, führenden Köpfen aus Wittenberg, war letztendlich dann nochmal entsprechend mit auch an die Augsburger Confessio auch mit beteiligt gewesen hier. Genau, und da ist jetzt auch nochmal entsprechend so, Katharina Melanchthon, ja, war letztendlich auch aus einer, ich sag mal, aus einer besseren Familie, also der Vater war Bürgermeister wohl gewesen, aber als sie halt verheiratet haben, ja, es war der Vater auch schon bereits verstorben und die hatten wohl selber wohl auch eher in einfachen Verhältnissen ja gelebt, die hatten wohl da nicht irgendwie sehr gut verdient oder wie auch immer und da ist jetzt auch nochmal auch so, dass sie hatten dann nochmal zum ja, weiteren Verlauf dann nochmal 4 Kinder gehabt. Und Anna Sabinus, also die Tochter da nochmal entsprechend, die wurde halt auch sehr früh verheiratet jetzt hier. Also die hat dann sogar auch mit 14 Jahren geheiratet, die Tochter. Und da war es dann nochmal so, dass sie dann auch bereits schon mit Anfang 20 auch verstarb. Sie hatte dann auch schon bereits Kinder gehabt und die Enkel sozusagen hatten dann letztendlich Katharina und Philipp Melanchthon halt mit aufgenommen, also da nochmal entsprechend mit versorgt hier. Ja, also letztendlich denke ich mal auch, dass es halt auch eine schwierige Zeit natürlich da auch entsprechend auch war. Philipp Melanchthon hat sich wohl laut ja, Wikipedia wohl selber nochmal zum späteren Zeitpunkt dann noch selber dann auch Vorwürfe gemacht, dass er seine Tochter wohl da zu jung verheiratet hatte. Und ja, letztendlich, dass sie dann auch verstorben ist. Katharina selber ist wohl dann im folgenden Jahren auch nochmal dann entsprechend an ja, chronische Leberleiden wohl verstorben. Philipp Melanchthon hatte sie halt noch überlebt, um 3 Jahre dann nochmal und ist dann entsprechend auch dann verstorben. Kommen wir jetzt ja mal zu der letzten Frau der Reformation, Anna, zur letzten in dem Video jetzt natürlich, es ist jetzt nicht die letzte Frau hier, und zwar von Katharina von Bora oder Katharina Luther, genau, war halt zunächst auch in einem ja, Nonnenkloster jetzt hier, und zwar in dem Nimisch bei Grimma. Und hatte dann entsprechend dann auch, ist dann wohl dann auch zum späteren Zeitpunkt dann auch geflohen aus dem Kloster hier, weil sie, also sie kam wohl auch mit den Schriften von Luther wohl in Kontakt, es hat dann auch, ja, ihr sollt euch vermehren, also ihr sollt Kinder bekommen natürlich, und das war wohl auch mit den Leben im Kloster, wo war das wohl im Widerspruch auch wohl gewesen, und sind dann halt entsprechend geflohen. Sie hatte dann halt entsprechend Luther geheiratet hier, 1526 jetzt hier. Und ich habe das ja auch entsprechend auch nochmal hier jeweils auch immer zum Zeitangleich. Also sie haben letztendlich halt knapp 9 Jahre später nach dem Thesenanschlag geheiratet hier. Da sind es entsprechend auch nochmal so, genau, sie hatten auch nochmal 6 Kinder hier gehabt. Da wohl 2, wo auch jung verstorben sind, auch an Folgen von, beziehungsweise an der Pest auch nochmal. Was auch nochmal mit auch zu sehen ist jetzt hier nochmal, also ich kann ja auch nochmal in dem Zusammenhang auch den entsprechenden, ich sag mal 2 Filme letztendlich empfehlen, ja einmal den Luther-Film mit Joseph Fiennes, wo sie letztendlich, sag ich mal, erst dann zum späteren Zeitpunkt im Film auftaucht, und dann kann ich auch nochmal den Film Katharina Luther empfehlen, auch wirklich ein sehr schöner Film, auf jeden Fall aus der Sicht von Katharina Luther. Letztendlich ist es wirklich so, ich weiß nicht warum, irgendwie hat Luther vorher, also in dem Film wurde es wohl so dargestellt, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur dramaturgisch ausgebaut oder so, dass da wirklich wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein, ja, weiß ich nicht, also nicht so ganz so schön gelebt hat, ne, irgendwie so auf Heu und so. Und sie hat dann erstmal richtig klar Schiff gemacht in sein Haus. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und letztendlich ist auch interessant zu sehen, sie war eigentlich letztendlich auch dann zum späteren Zeitpunkt Geschäftsfrau gewesen. Also sie hatte dann auch mit ihm letztendlich so eine Art Gasthaus hier gehabt, das letztendlich, also sie hat dann halt auch Angestellte gehabt. Da gab es dann wirklich dann auch Leute dann oder Studenten oder wie auch immer, die dann auch dann extra hingefahren sind. Die haben dann
wollten dann Luther sehen und die wollten natürlich auch irgendwie versorgt werden mit Essen und so weiter hier. Und ja, letztendlich, die war auf jeden Fall auch wirklich auch, was das jetzt wohl betraf, auch sehr, ja, als Geschäftsfrau wirklich sehr, sehr auch gut dabei gewesen, konnte da wohl auch sehr gut auch aushalten. Letztendlich auch durch die Zeit aus dem Kloster konnte sie wohl, ja, hat sie natürlich auch lesen, schreiben gelernt, Latein konnte sie, sie kannte sich auch aus mit Kräutern, ne, konnte den entsprechend auch was von, also hatte auch Ahnung von Kochen, ne, was jetzt, sag ich mal, um Gasthaus, sag ich mal, auch entsprechend da nochmal zu, ja, ich sag mal, zu managen oder halt, sag ich mal, auch eine entsprechende Küche mit anzubieten, ja, also ist auf jeden Fall, aber ich meine, letztendlich war es halt auch so, dass ich jetzt, sag ich mal, auch durch dein, ja, wie soll ich sagen, durch meine Kirche selber letztendlich hier mehr jetzt mit vertraut bin, jetzt hier, sag ich mal, jetzt mit den anderen Frauen jetzt hier, aber was ich jetzt, ist halt leider so. Ich denke mal, vielleicht kennen sich die Schweizer dann besser mit Calvin aus oder mit Zwingli oder so. Ist ja egal. Aber es ist trotzdem mal ganz schön, irgendwie auch mal wirklich eine andere Perspektive auch mal zu sehen, ne? Also letztendlich auch mal ein bisschen auch mehr Informationen jetzt hier. Und auch finde ich das wirklich mal ganz, ganz cool, so unterschiedliche Blickwinkel mal auch zu sehen, ne? Also das heißt, es gibt jetzt nicht nur die, die Sichtweise oder das oder so, sondern letztendlich geht es da noch mal auch unterschiedliche Ideen, ne? Die auch mal auch berücksichtigt werden müssen, ne? So, dann war es das jetzt hier so ziemlich jetzt hier von meiner Seite aus jetzt hier. Ich will natürlich auch nochmal mit dir darauf eingehen. Letztendlich muss man halt grundsätzlich, egal bei Personen jetzt, sage ich mal, aus der Bibel oder aus der Kirchengeschichte, ist egal, ob Mann oder Frau jetzt hier. Es gibt halt nicht immer die Guten und die Bösen, sondern es gibt natürlich auch immer, sei es auch immer vielleicht auf Fehltritte, Verfehlungen, sei es bei Leuten aus der Bibel, wo ich natürlich auch, die auch sich auch ihre Fehltritte auch gemacht haben jetzt hier, auch genauso, ich sag mal, ich selber als Lutheraner finde grundsätzlich auch nicht immer alles gut, was Luther gemacht hat, aber letztendlich, genau, es sind, sage ich mal, auch die sogenannten Abstufungen oder Graustufen jetzt hier, man muss halt natürlich gucken, was das eine, ob das andere jetzt irgendwie überwiegt. Von daher, aber man sollte natürlich auch nicht irgendwelche, ich sag mal, auch schlechten Sachen da irgendwie relativieren, ne? Aber ich will jetzt endlich auch nochmal hier entsprechend auf das Thema auch von Frauen der Reformation hier eingehen, auch nochmal vielleicht auch ein positives Bild auch von Frauen zu schaffen. Das heißt, Frauen waren jetzt nicht nur am Herd und haben gar nichts gemacht und waren nur zu Hause, sondern sie haben sich auch aktiv auch beteiligt, ne? Sei es auch in der, ich sag mal jetzt hier, ja, wie zum Beispiel jetzt, ja, sag ich mal, Schriftstellerin jetzt hier mit dabei, wie von Grumbach jetzt hier oder von Zell, ne? Oder entsprechend hier nochmal einmal von Elisabeth von Hessen, jetzt hier einmal entsprechend, oder wie beispielsweise Elisabeth von Braunschweig-Kallenberg jetzt hier, die, sag ich mal, sich auch politisch auch letztendlich auch beteiligt haben jetzt hier. Also das ist halt nicht nur letztendlich halt so ein negatives Bild, ne? Also ich sag mal, letztendlich waren das auch wichtige Frauen auch hier gewesen, auch Katharina Luther, die letztendlich auch selbst letztendlich auch ihr Gasthaus da auch betrieben hat jetzt hier. Und das lief dann, sage ich mal, auch, ja, abhängig nebenbei. Also ich hatte auch irgendwie noch den Eindruck, das lief dann, sage ich mal, auch im Wesentlichen, das sage ich mal, auch zu den Beziehungen auch hier auch ein bisschen egalitärer auch, ne? Auch jetzt, sage ich mal, dieses starre Familienbild, ne? Einmal verheiratet und wie sagt man in Deutschland, anderthalb Kinder und das war's. Und nein, letztendlich, da gibt's, sag ich mal, was jetzt heute Patchwork heißt, dass wir da eigentlich letztendlich auch, wird halt gelebt, und letztendlich ist dann, sag ich mal, der Partner verstorben durch Krieg oder Pest oder wie auch immer, und ne, und wie geht's dann weiter? Oder die Kinder sind natürlich dann auch mit dabei, die wollen natürlich auch versorgt werden. Ne, und letztendlich hatte man dann, sage ich mal, ist egal, als Mann oder als Frau natürlich, die auch irgendwo dann auch mit versorgt.
Oder von daher ist das, sage ich mal, auch nicht irgendwie so ein weiß ich nicht, ist ja, sag ich mal, auch so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht aus einem Spießbürgertum oder so ein dieses perfekte Bürgertum jetzt hier oder so. Von daher, das war das ja nicht. Aber letztendlich ist es halt eigentlich schon mal schön auch zu sehen. Letztendlich, ich fand also von der Rollenhaltung oder von der gesellschaftlichen Erwartung jetzt hier, beziehungsweise was jetzt, sag ich mal, von den Frauen hier vermittelt wurde, sag ich mal, für die Zeit eigentlich letztendlich schon eigentlich ein positives Bild. Ne? Also natürlich darf man das jetzt nicht auf alle jetzt hier sehen, aber eigentlich im Großen und Ganzen würde ich da eigentlich schon da eigentlich eher also positiv darüber jetzt auch denken. Ne? Ansonsten werde ich jetzt die Quellen dann nochmal mit hier am Ende mit hier auflisten hier. Und dann nochmal zwei Tipps, dann nochmal mit dabei oder zwei Hinweise. Vor kurzem hatte einmal die Deutsche Post einmal entsprechend zu den Frauen der Reformation auch nochmal eine eigene Briefmarke rausgebracht. Jetzt hier nochmal. Und dann ist es auch nochmal so, dass auf evangelisch.de gibt es einmal den sogenannten Protestantomat. Und zwar ist das so eine Art Test oder so einen kleinen Quiz. Und zwar kann man da halt sozusagen damit ermitteln, von den Personen her, welcher Protestant oder welche evangelische Persönlichkeit würdest du sozusagen mit ihm sprechen? Und ich habe ohne ungelogen, ich habe Katharina von Bora bekommen, sozusagen die sozusagen laut evangelisch.de, wo er so meine Ansichten oder ähnliches oder meine Anschauung oder wie auch immer vertritt. Ja, es ist halt letztendlich nur so als Spaß, aber letztendlich, da sind natürlich jetzt auch nicht nur Frauen, sondern natürlich auch Männer mit dabei, wie Martin Luther King oder Johann Sebastian Bach. Also es sind viele Persönlichkeiten und darüber auch hinaus, es gibt nochmal den sogenannten evangelischen Namenskalender. Es ist so eine Art ja, es ist ein Namenskalender, so ein bisschen angelehnt an den katholischen Namenskalender mit den entsprechenden Heiligen, aber es gibt natürlich dann keine Heiligen jetzt hier noch natürlich für eine evangelischen Kirche jetzt hier, aber ich finde, das ist mal ganz interessant, auch nochmal auch ein paar Persönlichkeiten da nochmal zu sehen und da auch nochmal ein bisschen noch weiter zu forschen oder da nochmal ein bisschen weiter reinzulesen, von daher, das ist auch schon mal eine ganz interessante Sache ist das. Ansonsten war es das jetzt hier erstmal von meiner Seite aus jetzt hier. Ihr habt jetzt natürlich nochmal die Möglichkeit, hier nochmal entsprechend auch nochmal in den Kommentaren oder nochmal auf Instagram das hier nochmal entsprechend zu bewerten jetzt hier. Fallen euch nochmal andere Frauen ein, die euch bewegt haben, die euch motiviert haben hier. Es müssen jetzt nicht auch unbedingt jetzt einmal Frauen aus der Reformationszeit jetzt sein. Es gab natürlich auch weitaus noch, ich sag mal auch weitere, ne? Sag ich mal zum Beispiel Hildegard von Bingen. Oder Brigitta von Schweden oder Teresa von Avila oder Edith Stein oder Leonora Petersen. Jetzt hier um mal ein paar Beispiele jetzt hier zu nennen. Und also von daher, es gibt da auf jeden Fall auch wirklich auch Frauen auch mit dabei, die da auch einiges auch wirklich bewegt haben und auch positives Zeichen auch gesetzt haben. Ne? Na, ansonsten, genau, bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei euch dann schon mal fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt bitte auf Gefällt mir, abonniert bitte meinen Kanal, folgt mir bitte auch auf Facebook und auch auf Instagram. Und ansonsten halte ich euch demnächst wieder auf dem Laufenden. Und dann wünsche ich euch natürlich so nochmal weiterhin alles Gute, bleibt gesund, Gottes Segen und wir hören uns. Euer Holger.